Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Es handelt sich hierbei nicht wieder um ein Tauschpaket oder ein Paket, was ich bei eBay erstanden habe oder irgendwo anders von einem Versandhändler her oder so, sondern es ist ein reguläres Paket von Graceland. Ja, also ich habe mir nämlich ein paar Schuhe gekauft, nein, nicht wirklich, sondern ich habe ein paar Spiele gekauft von der Little Miss Lee LP, die hatte die über und die haben mir in meiner Sammlung noch gefehlt und ja, da habe ich die halt quasi genommen und sind drei Spiele gewesen, soweit ich noch weiß, aber sie hat noch was extra reingepackt, ich muss mal noch gucken, da bin ich selber gespannt drauf, also deswegen werde ich am besten auch gleich einfach mir mein Messer nehmen und gleich mal aufmachen hier. Ich möchte hier gar nicht so viel rumquatschen im Vornherein. Auf jeden Fall, wer Little Miss Lia noch nicht kennt, guckt einfach unten in der Videobeschreibung oder auf meinen Minecraft LPT Let's Play einfach. Da lernt ihr sie auch ein bisschen kennen. Auch unten in der Videobeschreibung kommt ihr auf jeden Fall direkt auf ihren Kanal, wenn ihr auch mal da vorbeischauen wollt. Okay, das Paket ist auf jeden Fall schon mal auf. Füllmaterial. Okay. Ja gut, ich muss jetzt noch ein bisschen was zuhalten davon. Und zwar die untersten Sachen, die sind nämlich noch ein bisschen geheim. Oder was heißt geheim? Ja gut, ich kann es auch jetzt schon mal sagen. Ich wollte noch ein extra Ankündigungsvideo machen, aber ich haue es jetzt einfach mal hier schon direkt raus. Ich werde mir demnächst einen separaten Let's Play Kanal machen, dass dieser Kanal hier einfach frei von Videospielen und Sachen zocken ist, sondern einfach wirklich nur meine Sammelsachen. Und ja, auf jeden Fall habe ich hier schon mal Fanpost bekommen an Spider-Maniac Games oder Spider-LP oder Smack-LP. Ich habe mich inzwischen schon auf Smack-LP geeinigt, ist zwar hier falsch geschrieben, hier steht es mit G, werde es aber mit C machen, also S-M-A-C-L-P und das ist einfach quasi, wenn man Spider-Maniac ein bisschen einkürzt, kommt halt Smack raus und ich finde, es klingt ein bisschen einprägsam, ist kurz und ja, deswegen wird es auf jeden Fall so heißen, mein Kanal demnächst. Aber ich bringe ja trotzdem nochmal ein separates Video raus, auch mit den Verlinkungen dann auf den Kanal und alles. Bitte vorlesen, falls ein Video dazu entsteht. Absender Little Miss Lia LP. Hier kann ich auch mal direkt reinhalten, dass ihr das mal direkt lesen könnt, wie man sie denn schreibt. Falls ich es doch vergessen sollte, was ich aber wahrscheinlich nicht werde, in die Videobeschreibung reinzupacken. So, dann lesen wir natürlich mal den Brief. Hallo Spider, wenn du diesen Brief nun vorliest, weiß ich ja, dass alles heile im fernen Bayern angekommen ist. Ich schaue mir gerade unsere aktuelle Folge an, also Folge 18 vom LPT. Eigentlich gestern hätte Folge 19 schon kommen sollen, die kommt heute auch direkt nach dem Video hier. Unsere aktuelle Folge an, was für ein Vlog meinen... ich schaue mir gerade unsere aktuelle Folge an. Was für ein Vlog meinen wir eigentlich und wieso singe ich so viel? Achso, ja, kleine Insider, ihr müsst die Folge 18 auf jeden Fall gucken von Minecraft LPT, dann versteht ihr das vielleicht. Wie findest du dieses antike Briefpapier? Ja gut, Diddle gab es damals schon in der Antike, genau, sehr antik. Daumen hoch, wer noch Diddle kennt, ja genau, Daumen hoch, wer Diddle kennt, auch auf ihrem Kanal auf jeden Fall, weil das Briefpapier ist ja jetzt von ihr quasi. Übrigens findest du im Karton, wie versprochen, einen USB-Stick, genau, ja, da sind noch Sachen drauf. Ja, Lieder halt, die werde ich für meine Let's Plays ein bisschen als Hintergrund nehmen. Und mein Freundebuch, in dem... Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt vorlesen darf. Ich mach's jetzt einfach mal. In dem du dich sehr gerne eintragen darfst. USB-Stick und Buch natürlich wieder zurückchecken. Ja, ist ja klar. Ich behalte vielleicht das Buch auch. Keine Ahnung. Da ich weiß, wie viel Spaß du dabei hast, mich zu mobben. Ja komm, das ist doch freundschaftliche Basis. Ein bisschen sticheln macht man doch immer. Also ist ja nicht böse gemeint. Kannst du meinen Eintrag gerne vorlesen? Ist eh nur Schwachsinn, aber wahr. Hier bitte dramatische Musik. Dun, dun, dun. Ja. So, ich muss jetzt ins Land der Träume. Okay, ja, wahrscheinlich nur kurz vor ins Bett gehen noch den Brief geschrieben. Ich wünsche dir viel Spaß beim Auspacken und ich freue mich, dass ich deine Sammlung erweitern konnte. Ciao Spider, ciao Leute, lass doch ein Kommi und einen Daumen da. Ja, sehr cooler Brief auf jeden Fall.
steht sehr viel drin. Hat sich sehr viel Mühe gegeben auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, da mache ich auch direkt, lege ich los. Also hier ist auf jeden Fall das Freundebuch. Oh, jetzt wäre mir fast noch was entglitten. Ja, ein Freundebuch halt. Das halte ich jetzt nicht extra in die Kamera. Das muss nicht jeder wissen. Ein Freundebuch halt, man kennt es doch. Okay, was haben wir hier? Noch ein Brief auf jeden Fall oder Papier. Ein selbstgemaltes Bild von meinem Logo. Von diesem Kanal hier. Cool. Kann man vielleicht auch irgendwo mal da so aufhängen oder so? Ja, mal, ich muss mal gucken. Danke dafür auf jeden Fall. So, dann haben wir ein Wii U Schlüsselband. Ist auch schon mal ganz cool. Ich wollte jetzt eigentlich mit den Sachen anfangen, die ich gekauft habe, aber das lag mir jetzt irgendwie ganz oben, deswegen habe ich das jetzt zuerst hergenommen. Es sind auf jeden Fall coole Charaktere drauf, Donkey Kong, Mario, Luigi, Pikmin, Zelda, Link. Ist auf jeden Fall ganz cool, kommt auf jeden Fall zu meiner Schlüsselbandsammlung, da habe ich ja noch ein paar. Danke dafür, das war jetzt auf jeden Fall etwas, was extra dabei gelegt worden ist. Okay, dann haben wir hier den USB-Stick, den lege ich auch hier beiseite. Und ja, dann haben wir hier noch ein extra gebündeltes Paket. Da sind nämlich die Spiele drin, die ich gekauft habe. Genau, und zwar einmal für die PSP Assassin's Creed Bloodlines. Ist, soweit ich weiß, auch alles komplett auf jeden Fall. Das hätte sie sonst extra dazu gesagt, hoffe ich. Auf jeden Fall, das ist schon mal komplett. Dann haben wir Silent Hill 4 The Room für die PS2. Und auf jeden Fall alles mega bombastisch gut erhalten. Gut, hier so vielleicht, ich weiß nicht, ob man es sieht, ja, so ein bisschen gewellt hier vorne, aber sonst eigentlich top erhalten. Hier Booklet und CD auf jeden Fall. Und da ist das Booklet und noch ein bisschen Werbung für andere Silent Hill Teile oder so. Oder das Lösungsbuch, okay. Okay, auf jeden Fall noch alles tutti completo. Manche haben ja früher auch schon solche Werbeflyer für Lösungsbücher oder sowas weggeschmissen. Da ist auf jeden Fall alles komplett. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Final Fantasy 10-2, also X-2. Auch für die PS2. Und das auch wiederum natürlich komplett. Hat mir auch in meiner Sammlung noch gefehlt. Und ja, das war es dann eigentlich für die Spiele. Und ja, der Brief, der war auf jeden Fall richtig cool. Hat mich gefreut. Dann das Bild auch, war ganz cool. Schlüsselband, wie gesagt, habe ich auch so eine kleine Sammlung nebenbei. Aber halt auch nur die videospielbezogenen Schlüsselbänder. Und von daher auf jeden Fall cool. Mario, Nintendo Sachen, eh immer gern gesehen. Auf jeden Fall echt fettes Danke dafür. Und ja, mir bleibt eigentlich nicht mehr viel zum sagen, außer wenn euch das Paket gefallen hat, guckt auf jeden Fall auch mal bei Little Miss Lia vorbei, gebt einen Daumen nach oben und so weiter, kennt man ja alles. Und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Könnt auch gerne bei der Lia mal schreiben, wie ihr das Paket fandet und ja, lasst ihr auf jeden Fall auch einen Daumen da, wenn euch das Paket gefallen hat. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao! Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie natürlich als intellektuelle und gebildete Zuschauer hier bei einer Buchbesprechung auf meinem Kanal. Ich habe hier ein Buch zugesendet bekommen. Es nennt sich Mein Freundesbuch. Freundebuch. Und ja, ich dachte mir, wir könnten einfach mal etwas hier vorher vorlesen. Und ich möchte das auch direkt beginnen. Und zwar so. Das Buch beginnt so. Dieses Buch gehört, Name natürlich wird zensiert, ich sage einfach Little Miss Lia LP, Spitzname Lia. Geburtstag 30.03. Sternzeichen Widder, kann man sich denken. Besondere Kennzeichen, nett, lieb, auffallend, nervend, gut im Ignorieren. Größe 1,58 Meter. Haarfarbe Kupfer, Augenfarbe Grau, Blau, Grün.
Lieblingsklamotten zusammengewürfelt schick. Ist auf jeden Fall eine kesse Dame, sag ich mal. Hier wohne ich. Am Wald in, wird natürlich auch zensiert. Es hat hier niemanden zu interessieren, aber es geht ja um andere Inhalte in diesem Buch. Schule, lalala, okay. Ich überspringe hier einfach mal diesen Absatz, der ist ein bisschen zu pikant, um hier angesprochen zu werden. Lieblingslehrer fand ich alle doof, okay. Lieblingsfach, lalala. Was ich über Schule denke. Was ich in der Schule nicht gelernt habe, ist, wie man Steuererklärungen ausfüllt, wie man seine Rechnungen bezahlt und wie man mit Geld umgeht. Aber immerhin kann ich das Volumen der Sonne berechnen. Ja, das ist ein sehr netter Aspekt, der auch sehr selten angesprochen wird in solchen Büchern. Und ja, ist sehr tiefgründig auf jeden Fall. Und dem Ganzen sollte mal die ganze Politik und so mal auf den Grund gehen. Okay, meine Hobbys: Schlafen, Zocken, Autofahren, mein Zimmer neu gestalten, lesen, meine Filmsammlung vergrößern, shoppen, Hund, Mäuse und die beste Freundin. Lieblingsmusik: Pop, Rock, Querbeet. Also ich kenne zwar die Band Querbeet nicht, es scheint eine neue, hippe Jugendband zu sein. Okay. Ich bin ein Fan von alles, was ich mag und mehr. Also ich bin auch ein Fan von allem, was ich mag. Ich denke, das ist so ziemlich jeder. Da kann man sich gar nicht über Geschmäcker streiten, weil ich denke, jeder mag etwas und jeder ist ein Fan dann davon. Okay, Lieblingsbuch. Edelstein Trio, Silber, Zeitenzauber und das Buch, das auch viele schon mal zumindest vom Titel her gehört haben. Punkt, Punkt, Punkt. Okay, es geht weiter hier. Mein Lieblingstier, Lieblingstier einfach nur, ich hasse Spinnen. Ich hoffe, da ist der liebe Spider-Maniac nicht damit gemeint. Aber nachdem man den ja mit Y schreibt, da kommen wir nachher auch nochmal etwas dazu, denke ich mal, er ist ausgenommen. Das esse ich am liebsten, da ist die Linie zu kurz für. Okay, das finde ich echt cool. IKEA, Sachen, die das Leben erleichtern, meine Familie und Freunde. Was ich echt blöd finde, Menschen, die meinen, alles besser zu wissen. Und hier kommen wir auch schon wieder an diesen Punkt. Ich habe nämlich einen Leserbrief bekommen. Der wurde so begonnen: Hallo Spider. Im Normalfall schreibt man Spider ja mit I, aber in dieser besonderen Ausnahme würde ich mir hier doch eher ein Y wünschen. Okay, kehren wir zum Buch zurück. Wo war ich denn stehen geblieben? Okay. Was ich gut kann: sich nichts merken können. Hier bin ich am liebsten. Dort, wo ich mich wie zu Hause fühlen darf. Also ich denke, da gibt es auch so ein paar Orte, wo man sich wie zu Hause fühlen darf. Und man ist auch an verschiedenen Orten willkommen. Und daher, ich sag mal zwar eigentlich mal, zu Hause fühlt man sich am wohlsten, aber solange man irgendwo empfangen wird und sich wie zu Hause fühlen darf, ist es doch ein schönes Gefühl, wenn man dann die Leute mal besucht und so. Das will ich einmal werden. Bei diesem Satz bin ich nicht ganz schlau draus geworden. Ich bin schon geworden. Also entweder der Satz soll heißen, also der Satz davor hieß ja, was ich einmal werden will, entweder ist die Schlussfolgerung, dass sie es schon geworden ist, was sie werden möchte, oder sie hat einfach Striche vergessen, was ich eher glaube, denn es sollte wahrscheinlich eher heißen, ich bin schön geworden. Mein größter Wunsch: gesund und glücklich zu sein. Ja, ich denke, das wünscht sich auch so ziemlich jeder. Und ich wünsche es auch euch, liebe Freunde da draußen, liebe intelligenten und belesenen Zuschauer. Das war das Schlusswort für heute. Schaltet einfach wieder ein, wenn euch die nächste Buchbesprechung auch interessiert oder wenn ihr mehr davon sehen wollt. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.